geht ja schon so los, wenn man hier anfängt, durchläuft man die verschiedenen Bereiche. Also man wird rumgereicht, man bekommt gezeigt, was läuft hier ab, was läuft in dieser Abteilung und so bleibt nichts anonym. Also das macht sich hier ganz gut. Also Intertron ist ja so ein zusammengesetztes Wort aus innovative Power-Elektronik. Ein begleitendes Einführen in den ersten Tagen der Beschäftigung gibt so viel Kraft und so viel Freude und Verbindung mit dem Unternehmen, was ich später nicht mehr schaffen kann. Also es ist eigentlich so, dass nichts alltäglich ist. Es kommen immer neue Aufgaben hin. Es gibt selten Routine. Dass man diesen Teamgedanken hat und das geht durch die ganze Firma durch. Also ich fühle mich hier, wenn ich in die Firma reinkomme und ich die Leute morgens begrüße, das ist wie eine große Familie. Jeder Mitarbeiter wird gleich gewertet und jeder ist irgendwie geschätzt, genau. Wenn die herzlich und dankbar empfangen werden, fühlt sich der Mensch ja auch schon freier in seinem Denken. Er muss sich nicht mit den Gedanken beschäftigen, ich weiß gar nicht, was so auf mich zukommt, ich weiß gar nicht, was morgen ist, sondern ich freue mich auf morgen, es wird bestimmt toll. Das gibt Energie und Kraft. Also praxismäßig lernt man hier auf jeden Fall viel dazu und halt auch durch die Mithilfe der Mitarbeiter. Ja klar, gibt es mal ein paar Unstimmigkeiten, das ist im privaten Bereich auch so, das ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu, aber grundsätzlich, wenn es drauf ankommt, dann sind alle füreinander da, helfen einander. Aufgenommen wurde ich herzlich von den Mitarbeitern, mir wurde auch oft das Du angeboten, das kannte ich bis jetzt noch gar nicht so. Wir können uns unser Arbeitsumfeld so gut gestalten, dass wir optimal drin arbeiten können, dass wir uns wohlfühlen wie die Fische im Wasser, ja? Solange die Leistung stimmt und die stimmt dann natürlich auch. Und wenn so Beispiele so die Wecker klingt und früh morgens, dann sage ich, hier, ich gehe arbeiten. Ist was Besonderes hier, unser Arbeitsklima, Firma Impotron. Ist ja so ganz anderes, ist was Besonderes. Also, ich kannte die Firma vorher gar nicht, ich habe das im Internet gesehen. Aber dann, ja, jetzt, wenn ich jetzt reingucke, denke ich mir, ja, genau. So ist das. Richtig gut. Es gibt aktuell keinen besseren Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen könnte. Dass man wirklich diese Bereiche durchläuft. Also man wird jetzt nicht auf seinen Platz gesetzt und du machst jetzt Marketing, sondern ich war am Anfang in der Produktion, ich habe mitgearbeitet in der Produktion. Das löst auch eine Wertschätzung aus. Also ich habe mich von Anfang an hier sehr wohl gefühlt, weil ich war auch schon in anderen Betrieben. Und daher kann ich ein bisschen abschätzen, von Betrieb zu Betrieb. Ne? Ich habe schon mit vielen Arten Menschen zusammengearbeitet und so gut wie hier habe ich mich eigentlich in noch keiner einzigen Firma gefühlt. Ich bin 1,5 Jahre hier drin, ja, und bin eigentlich stolz, ein Teil des Unternehmens zu sein. Also ich bezeichne schon Familie Impotron. Mir gefällt also von dem ersten Tag, wie ich die Probetag gemacht haben, bis heute super. Ich fühle mich richtig wohl. Und das versuche ich den Frauen zu vermitteln, dass ich sie sehe mit dem Lachen. Aber dazu ist es auch notwendig, dass ich mit dem Lachen durch die Firma gehe. Ich habe zum Beispiel eine Frau da unten, die hat sich ein Gedicht überlegt für ein Schaltnetzteil und die sagt sich bei jedem Schaltnetzteil dieses Gedicht auf. Orange steht für Sonnenaufgang, Gelb für die Sonne, Weiß für den Captain. Mir gefällt es die Atmosphäre sehr. Also ich komme gerne zu meinen Kollegen und das ist eine so eine Firma, die ständig irgendwas Neues. Man kriegt alles vorgegeben, macht es selber irgendwo auch selbstständig und es ist gut. Wir haben, ich glaube, 17 verschiedene Nationalitäten im Unternehmen. Also das haben wir schon lange, seit jeher, und sind stolz darauf, das zu beherrschen. Und dann gehört natürlich zu dem Ganzen ein Arbeitgeber, der da auch, sagen wir mal, ansprechbar ist, wenn irgendwas ist und der einem nicht in den Rücken fällt. Sondern ich
höre ja aus den Fragen, die uns gestellt werden, heraus, was ist denn wichtig? Natürlich frage ich in einem Vorstellungsgespräch, als Bewerber jetzt, wenn ich mich in der anderen Rolle sehe, was ist mir wichtig? Das ist echt hier echt super. Also ich war auch echt skeptisch so beim Vorstellungsgespräch. Man hatte gar keinen Druck oder war nicht nervös, das haben sie gleich rausgenommen. War ich so nicht gewohnt. Also wenn ich für mich an Infotron denke, der hier arbeitet, dann sehe ich natürlich das in allem positiv. Also ich bin sehr gerne hier. Es ist abwechslungsreich. Ich werde auch ab und an mal ausgeborgt ins Prüffeld. Also es wird mir nie langweilig. Ich denke, das schlussendliche Bild, wo ich ja dann hatte, hatte ich dann erst in einem Vorstellungsgespräch. Ich meine, da kann man davor, sieht man vielleicht was, aber die richtige Entscheidung, ich meine, deswegen bewirbt man sich ja. Ja, also jeder Mitarbeiter erhält bei uns eine Einarbeitung, jeder Mitarbeiter erhält bei uns einen Pate, der ihn auch begleitet, also jemand, der vielleicht jetzt nicht aus organisatorischer Sicht für ihn verantwortlich ist, sondern jemand, wo auf menschlicher Basis ihn begleitet. Natürlich auch fürs Menschliche im Arbeitsumfeld, aber Dinge, die vielleicht man jetzt in der ersten Woche nicht unbedingt mit dem Vorgesetzten regeln will, da hat man einfach einen Pate. Das ist auch ein Instrument, wo wir sagen, das erleichtert die Integration, weil man kann doch jemand, eine Kollegin einfach mal eine Kleinigkeit fragen, du, wie ist denn das oder wie muss ich denn das machen oder an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich das und das haben will. Mir ist wichtig in dieser Firma, was ich ganz, ganz toll finde, ich bin selber Techniker und habe nicht studiert. Ja. In dieser Firma kommt es darauf an, was man kann und nicht wer man ist.